Tag zusammen, hier ist wieder Ben und wir sind in dem 21. Part von Resident Evil, das Remake für den GameCube. Das letzte Mal haben wir uns ein schönes neues Item geholt, beziehungsweise wir haben hier so eine Zylinderröhre, die wir jetzt hier unten irgendwo einsetzen müssen. Und ich gehe mal davon aus, dass wir diese einsetzen müssen bei dem Aufzug, wo wir das letzte Mal waren, kurz bevor uns der Hunter erschrocken hatte, ja. Wir haben das letzte Mal auch Enrico getroffen, das ist einer der Bravo-Einheit. Und dieser wurde ermordet von irgendjemandem. Wir haben nur seine Stiefel gesehen und irgendein Verräter scheint noch herumzugehen, herumzuwandern. Irgendjemand betrügt uns und ja, es gilt jetzt herauszufinden, wer das denn ist und warum er das tut. Und deswegen gehen wir hier weiter und sind jetzt auch wieder in dem Raum, wo wir denn diesen Gegenstand einsetzen können. Ich hoffe, dass hier nicht irgendwelche neuen Gegner sind. Nee, sieht recht ruhig aus hier. Alles gut noch? Nee. Ja, alles wunderbar. Okay, wir sind hier wieder bei dieser Konsole oder was auch immer das ist. Und hier ist dieser Platz, wo wir den Zylinder reinstecken können. Und das haben wir jetzt auch getan. Und jetzt ist das drinne. Und eine Reihe blinkender Knöpfe scheint hervor. Einen davon drücken? Ja. Welchen Knopf drücken? Ja, kein Plan. Was weiß ich, welchen wir drücken wollen. Wir drücken die 1. Welchen Knopf drücken die 2? Die 3 und die 4. Gut, es passiert nichts. Das ist sehr schön. Und wir haben Folgendes bekommen, die Zylinderröhre. Okay. Wir haben ja das letzte Mal gesehen, dass hier drauf so eine Kombination steht, die wir denn hier wohl eingeben müssen. Das heißt, wir werden die jetzt noch ein wenig weiter drehen. So, dass es wieder passt. Mal kurz gucken, wie weit wir die drehen müssen noch. Okay. Ja, ein bisschen noch. So, ich glaube noch einmal. Und dann haben wir das auch. Gut, hier ist so eine Art Code drauf. Und ich bin jetzt ein bisschen überfragt, wie rum wir die drehen müssen. Wahrscheinlich so rum. Und da steht dann, dass wir 4, 2, 3, 1 ja, wohl eingeben müssen. Das heißt, wir werden jetzt einfach mal diesen Code eingeben. 4, 2, 3, 1. So, rein damit. Ja. Blinkender Knöpfe, wollen wir einen davon drücken. 4, 2, 3, 1. Und anscheinend ist die Stromversorgung wiederhergestellt. Sehr schön. Das heißt, der Aufzug geht und ich hoffe, der hat keinen Passagier an Bord. Was ist das? Okay, das ist nur ein großer Kasten, großer Apparat, der da drauf ist. Okay, das heißt, wir können jetzt diesen Fahrstuhl benutzen. Und wollen das doch dann auch gleich mal tun. Vielleicht liegt hier ja noch irgendwas drauf. Nee, scheinbar nicht. Okay, hier ist der Aufzugschalter. Wollen wir ihn drücken? Ja. Und damit. Jill. Barry? Thank God you're safe. You too, Jill. A noise I heard brought me down here, but I didn't expect to find a place like this. Have any idea as to what might be at the bottom? There's only one way to find out. Sag bloß, Barry kommt jetzt mit. Ja, scheinbar fährt Barry tatsächlich mit uns mit. Es ist natürlich ein bisschen auffällig, dass er jetzt gerade hier ist, wo doch Enrico in der letzten Folge erschossen wurde. Vielleicht ist das verdächtig. What the hell is that sound? Oh mein Gott, da hörten wir schon irgendwas. Irgendjemand gibt Geräusche von sich. Go check it out. Und wir sollen nachsehen. Ja, geil. Okay. Ja, natürlich. Tolle Idee. Genau, schick die Frau vor. Sehr schön. Das ist doch mal ein richtiger Mann. Ja, statt dass die Frau das hier sichern soll oder so, schickt der Mann sie vor und soll dann, ja, hier, check doch mal aus, mal gucken. Vielleicht kommst du ja lebend wieder. Vielleicht auch nicht, je nachdem. Hast du Pech gehabt. Okay, wir haben dort einen Objektkasten gesehen. Und dem will ich mir auch jetzt erstmal zunutze machen. Liegt hier irgendwas noch in der Ecke oder so? Irgendwas? Nee, hier ist nur die Tür. Die sieht ein bisschen anders aus als die anderen Türen, die hier drinne waren. Und was ist das denn hier? Liegt hier was? Ein Haufen Sandsäcke. Ja, toll. Und sonst nichts?
Okay, wir können da auf jeden Fall runtergehen. Wollen wir da runtergehen? Ja, ich glaube, da gehen wir einmal zumindest checken, was wir da haben. Ich werde mal diese Winde ablegen oder werde ich die behalten? Ne, wir sind immer noch hier unten drin. Ich werde sie, glaube ich, noch ein bisschen behalten. Wir nehmen jetzt auf jeden Fall die mega fette Wumme mit. Also die Magnum. Denn vielleicht brauchen wir sie ja jetzt. Und dann kann sie wenigstens den Schaden anrichten, den sie denn anrichten soll. Okay, sieht das gut aus, was wir haben? Ja, ach, ich gehe einfach ohne die Winde. Wenn wir sie brauchen, dann muss ich halt nochmal einen kleinen Schnitt einführen. Und dann nochmal dahin rennen. Okay, aber hier unten. Ist ein bisschen feucht hier unten. Alte Materialien. Sie tragen die Aufschrift Abfallstoffe. Abfallstoffe, wovon die Abfallstoffe? Das würde mich mal ein bisschen mehr interessieren. Okay, hier blinkt ein rotes Licht. Was macht es? Es leuchtet rot. Es ist ein Müllschlucker. Da ist ein Schalter, wo wir drücken. Ja. Okay, wie wir sehen, können wir da was runter machen und dann... Ja, ist natürlich eine super Idee. Geh doch einfach rein in diesen guten Müllschlucker. Ist bestimmt nichts Dramatisches hier. Deswegen kannst du es einfach machen. Ist eine sehr gute Idee. Okay, irgendwas müssen wir da reinschieben, reinlocken. Irgendwie sowas. Deswegen müssen wir hier einmal ein bisschen gucken, ob wir denn hier irgendwas finden, was wir denn da zerquetschen können, kaputt machen können. Aber gut, wir werden uns dann als nächstes wohl durch die Tür begeben. Das scheint der einzige Weg noch zu sein, den wir nehmen können. Und Barry hält ja den Fluchtweg bereit. Der gute alte Barry. Alles klar. Was zu heilen haben wir auch dabei, falls wir verletzt werden. Wir haben noch ein bisschen Schrotflinte dabei. 21 Schuss, das ist mehr als genug. Zumindest glaube ich das. Und wir gehen jetzt hier durch. Und dann bin ich gespannt, was uns auf der anderen Seite dieser Tür erwartet. Zumindest ist die Musik bedrohlich. Was haben wir hier? Ein langer Nass. Was war das? Ein langer nasser Tunnel. Und ich bin mir ziemlich unsicher, was hier ist. Oh Gott, es ist Lisa! Ja, verdammt. Lisa hat uns besucht und will uns einen Besuch abstatten und will uns dabei mal wieder an die Gurgel. Will uns wieder ein bisschen umarmen, liebhaben, ne? Und ich habe keinen Plan, was wir hier machen sollen. Ich weiß, dass hier eine Tür ist, durch die wir hindurchgehen können, aber ich weiß nicht, was die bringt. Und Lisa ist bestimmt auch irgendwo unterwegs und versucht uns den Garaus zu machen. Hier befinden sich ein paar Kräuter, die wir mitnehmen können. Und die möchte ich natürlich auch mitnehmen. Denn Lisa, mit der ist nicht zu spaßen. Wir haben ja das letzte Mal schon gesehen, dass wir sie nicht richtig besiegen können. Und deswegen... Gottes Willen. Da ist eine Tür, die können wir auf jeden Fall nicht aufmachen. Das ist sehr blöd. Aber diese Tür hier können wir öffnen. Und deswegen schauen wir einmal, was sich auf dieser anderen Seite befindet. Oh nein, Lisa. Das mag ich auch überhaupt nicht anspielen. Wenn du Gegner hast, die du nicht besiegen kannst, die immer wieder kommen, wenn sie Bock haben, dann kommen sie. Und wenn nicht, dann nicht. Aber sie kommen immer. Das ist grausam. Irgendwas leuchtet da oben. Da ist eine Kiste. Ah. Ja, ja. Naja, da muss man jetzt aber durch, denn dieses Spiel gibt ein bisschen halt jetzt Dramatik, nimmt ein bisschen zu, es wird schwerer. Und deswegen muss man da halt mitleben. Wir haben hier auf jeden Fall ein Batteriepack. Vielleicht können wir das ja noch gut gebrauchen, falls Lisa uns denn umarmen will. Und wir haben ein bisschen Magnum-Munition. Das ist sehr schön. Und noch mehr liegt hier oben drauf. Ein bisschen Pistolen-Munition. Die lasse ich jetzt hier liegen. Die brauche ich jetzt nicht. Ich möchte einfach diesen Inventarplatz noch aufbewahren für, ja, irgendwas anderes. Vielleicht was Wichtigeres oder so. Vielleicht gibt es ja noch irgendwas. Okay, hier haben wir einen Lastenaufzug oder so. Den können wir nach oben fahren. Mit einer Kiste. Diese Kiste können wir jetzt mal raufschieben. Ich hoffe echt, dass Lisa nicht gleich um die Ecke kommt oder so. Denn auf die habe ich jetzt wirklich gar keine Lust. So.
Chill, gib ein bisschen Gas. Du weißt, dass da noch dieses komische Mädchen hinter dir her ist. Ich werde jetzt mal auf die Karte gucken, wo wir jetzt überhaupt sind. Einmal ganz kurz zur Orientierung. Okay, wir sind in einem Raum, der... Ah, hier geht's auf jeden Fall nirgendwo weiter. Das ist schlecht. Gut, wir schieben aber erstmal die Kiste hier rauf. Kann ja nicht schaden. Okay. Ich muss jetzt ein bisschen hinhören. Nicht, dass Lisa irgendwie kommt. Können wir das jetzt hier hochfahren? Oder wir können es woanders hinschicken wohl. Oder was ist das? Ah, das möchte ich nochmal lesen. Ein Gerät zum Transport von Materialien. Möchten wir starten? Ja, möchten wir. Okay, jetzt fährt das hier so durch die Gegend und schwingt ein bisschen rum. Ja, toll. Und fährt damit wohl dahin, wo Barry war. Wahrscheinlich müssen wir das kaputt machen. Irgendwas ist da drin. Und bestimmt kommt Lisa jetzt rein. Oh, ich habe so ein ungutes Gefühl. Kinders. Gut, Lisa ist noch nicht hier. Mit Lisa können wir irgendwas machen bestimmt. Da war ein Hebel eben. Und den können wir wahrscheinlich aktivieren, um damit irgendwas zu machen. Aber ich bin mir nicht so sicher. Ich möchte jetzt erstmal gucken, wo Lisa denn hier ist. Dass wir der erstmal ausweichen. Ah, da ist sie. Ah, Lisa kommt. Lalalalalala. Gut, das ist jetzt eigentlich nicht so schlimm, hier vor Lisa wegzurennen. Zumindest nicht, wenn sie da ist. Hier ist irgendeine Art Hebel. Wollen wir ihn umlegen? Ja, legen wir mal um. Mal sehen, was dann passiert. Ah, es kommen die Sachen, die man draußen hatte, wo man irgendwas reinhängen konnte. Zumindest in den anderen Gängen da. Hat sich jetzt irgendwas freigelegt. Und Lisa ist ja auch irgendwo noch. Ach so, tatsächlich. Hier können wir irgendwas reinlegen. Eine Art mechanischer Haken. Vielleicht öffnet sich die Tür, wenn sie etwas Besonderes daran hängen. Ja, nur was ist die Frage? Was hängen wir hier ran, damit diese Tür sich öffnet? Okay, ich hoffe, dass Lisa nicht hier ist. Ja, Lisa kommt! Och Gott, das heißt, man muss es auch noch in einer bestimmten Zeit machen. Okay, ich weiß jetzt nicht, was wir da haben, um reinzulegen. Das alte Gewehr oder so? Nee, das muss bestimmt irgendein anderer Gegenstand sein. Okay, aber wir lassen Lisa ein bisschen im Kreis rennen. Denn wir gehen jetzt einmal zurück hier nochmal zu Barry. Und vielleicht befindet sich ja dieser ominöse Gegenstand in der Kiste, die wir zu ihm geschickt haben. Zumindest gehe ich davon aus, dass wir diesen Gegenstand zu ihm geschickt haben. Oh mein Gott. Ist das jetzt sein Ernst? Ist das jetzt tatsächlich sein Ernst? Kein Weg zurück, Barry, warum? Oh mein Gott. Ja, ich befürchte Schlimmes. Ist Barry etwa der Verräter? Nur warum tut er das? Oh, ich habe so ein ungutes Gefühl. Ich habe auch lange nicht mehr gespeichert, fällt mir ein. Das ist ziemlich schlecht. Das heißt, wenn wir jetzt einmal drauf gehen, dann müssen wir in den sauren Apfel beißen und alles nochmal machen. Und das ist grausam. Okay, auf jeden Fall haben wir hier diese komische Kiste, die wir jetzt hier rausschieben können und dann einfach mal in den Müllschlucker schieben. Schade, dass wir Lisa da nicht reinschieben können, denn die Kleine macht mir auch so ein bisschen Sorgen. Und... gut. Jetzt einfach schnell hier von der anderen Seite. Ah, ich habe die ganze Zeit im Gefühl, dass irgendwie Lisa jetzt demnächst kommt oder so. Das ist so diese typische Anspannung, wenn man weiß, dass irgendwas passiert demnächst, man aber nicht weiß, wann es passiert. Und das kann in so einem Spiel wirklich ganz schön dramatisch sein. Okay, mach's platt. Und dann bin ich ja mal gespannt, was Barry für eine Entschuldigung hat, dass er uns einfach hier zurücklässt mit Lisa. Wir konnten ihm nicht mal erzählen, dass die Gute hier sich rumtreibt und... ah, was haben wir denn da? Sieht aus wie ein Gewehr. Nur was für ein Gewehr ist das? Oh, das ist ein defekter Flammenwerfer. Und wahrscheinlich ist der so defekt, dass wir ihn da ranhängen können. Oben zumindest. Okay, ich werde jetzt diese Kräuter nochmal kombinieren. Einfach, weil ich es kann. Und die nehmen wir dann mit. Denn ich weiß nicht, inwieweit Lisa denn jetzt demnächst wiederkommt und uns dann irgendwas abzieht.
Und zur Not müssen wir halt den sauren Apfel beißen und das Kraut schlucken oder so. Okay. Immer noch nichts hier. Gut, wir haben den Flammenwerfer immer noch dabei. Das heißt, den können wir jetzt wahrscheinlich in die Halterung da reinlegen. Das heißt, wir müssen Lisa irgendwie versuchen, ja, von uns wegzuhalten und sie da rumzulocken, sodass sie uns nicht verfolgt, beziehungsweise uns verfolgt, aber dann ja so verfolgt, dass wir das da reinlegen können. Da ist sie doch, die Gute. Ich schaue einmal kurz auf die Karte, kleine Orientierung. Ja, lauf mal hier hinter uns her. Komm, komm Lisa, komm schon. Ja, komm. Komm Lisa. Okay, das ist nah genug. Oder ich warte jetzt einmal kurz, bis wir sie hier sehen. Okay, da ist sie. Wir legen den Hebel um. Und dadurch kommen wieder diese Haken raus. Und wir rennen ganz schnell weg. Tschüss, Lisa. Und ich glaube, das war hier unten. Oder? Ob das reicht? Oh, ob die Zeit reicht? Okay, wir sind hier. Und stehen jetzt genau davor und legen diesen Flammenwerfer da rein. Tatsächlich muss er da rein. Und wir können hier durch diese Tür. Das scheint auch der einzige Ausweg von hier unten zu sein. Denn Barry hat uns ja alleine gelassen. Das Schwein. Oh, und ich sehe, wir sind irgendwo... Oh mein Gott. Das sieht aus wie ein Altar. Hier brennen überall Kerzen. Irgendwas ist doch hier gemacht worden. Das Feuer ist erloschen. Aber hier war vor kurzem irgendjemand. Nur wer? Ist das vielleicht Lisas Zuhause? Eine riesige Sammlung aller Arten von Puppen. Sie sind alle verblasst und abgenutzt. Das sieht hier wirklich sehr schaurig aus. Der Schreibtisch liegt voller alter Puppen und Kerzen. Ich pack die Magnum aus. Ich habe ja sowas im Gefühl, dass hier irgendwas passiert. Und gibt es hier sonst nichts? Hat Lisa hier sonst nichts noch liegen? Das sieht hier wirklich aus, als wenn das Lisas Zuhause wäre. Und ich glaube, die ist nicht so froh, wenn wir irgendwelche Gegenstände hier mopsen. Deswegen Magnum. Hier ist Wasser. Ich hasse... Ah, Schlangen! Ah, nein! Oh Gott! Ah, lauf! Ah, ich mag keine Schlangen. Ah, hör auf, die beißen. Und die vergiften uns bestimmt. Okay, hier ist wieder irgendein Raum. Und hier liegt ein Dolch, den wir auf jeden Fall mitnehmen. Und eine Schatulle. Und in dieser Schatulle ist bestimmt auch wieder irgendwas. Der Schmuckkasten. Diesen Schmuckkasten können wir natürlich bestimmt wieder untersuchen. Und er hat ein Mond und einen Stern drauf gemalt. Achso, wir können ihn einfach aufmachen. Ja, natürlich können wir ihn einfach aufmachen. Oh, wir haben Folgendes. Wir haben einen Steinring bekommen. Das heißt, den können wir jetzt wahrscheinlich um dieses eine Umbrella-Zeichen, was wir draußen eingesetzt haben, machen. Und damit kommen wir dann in diese eine ominöse Tür in der Haupthalle. Ein Familienfoto, Notizen. Ja, hier sehen wir ein Foto und ein paar Notizen halt an seine geliebte Lisa. Auf der Rückseite steht etwas geschrieben. Progenitor-Virus gegeben. 10. November 1967. Jessica. Virus Typ A. Plasmolysierung von Gewebe nach Zellenaktivierung. Virusfusion negativ. Aktion eliminiert. Lisa. Virus Typ B. Plasmolysierung von Gewebe nach Zellenaktivierung. Virusfusion positiv, aber verzögert. Körperliche Veränderung. Konstante Ergebnisse beobachtet. Status. Schutzbeobachtung dauert an. George. Aktion terminiert. 30. November 1967. Jemand hat ein Tagebuch hinterlassen. 14. November 1967. Seit der Spritze ist mir schwindelig. Mami ist verschwunden. Was haben die mit ihr gemacht? Sie hat mir versprochen, dass wir zusammen flüchten. Ist sie ohne mich entkommen? Hat sie mich verlassen? 15. November. Ich habe Mami gefunden. Wir haben zusammen gegessen. Ich war sehr glücklich. Aber sie war eine Fälschung. Nicht meine echte Mami. Dasselbe Gesicht, aber anders innen. Muss Mami finden. Muss Mami Gesicht wiedergeben.
Ich habe Mamis Gesicht zurückgeholt. Niemand bekommt meine Mami außer mir. Ich setze ihr Gesicht auf, damit sie nicht weggehen kann. Mami traurig, wenn ich sie ohne ihr Gesicht finde. 17. November 1907. Aus Kasten strömt Duft von Mami. Echte Mami in Kasten. Kasten steinhart. Tut weh. Stahlseil im Weg. Kann Mami nicht sehen, weil vier Steine. Ah, wahrscheinlich sind die vier Steine die Masken oder so, die wir gesammelt haben und damit diesen einen Sarg. Oh Gott, bewegt sich da irgendwas im Wasser? Ich hoffe nicht. Ich sehe schon irgendwelche Gestalten, eine Menge Fotos von einem jungen Mädchen im Laufe ihrer Kindheit. Okay, das ist wahrscheinlich dieser Raum gewesen, wo wir... Ich kann hier das noch einmal kurz einblenden. Genau, wo wir dann halt die Masken eingesetzt haben, um dann halt diesen Sarg herunterkommen zu lassen, wo wir denn, ja, den einen Gegenstand gefunden haben. Das erste Umbrella-Zeichen, was wir denn nutzen konnten. Hier haben wir eine weitere Pflanze. Diese Pflanzen hier können wir auch ruhig mitnehmen, glaube ich, weil hier kommen wir bestimmt nicht nochmal her. Eine Reihe verwitterter alter Fässer. Okay. Hier ist scheinbar noch eine Pflanze. Eine blaue. Das ist... Schade, dass wir die nicht mitnehmen können, aber wir können die hier schlucken und können die blaue zu unserem anderen Puder hinzufügen und dann haben wir dieses super Kraut, was dann alles heilt. Das heißt, blau wird kombiniert mit rot und grün und dann geht es auch weiter. Und da geht eine Treppe hoch. Nun, wo führt sie hin? Auf jeden Fall führt sie hier raus und das ist, glaube ich, das Vernünftigste, was wir machen können. Hier wirklich zu verschwinden, denn ich fühle mich nicht wirklich wohl hier. Okay, wir haben wieder eine Leiteranimation und bin gespannt, wo wir rauskommen. Ach nee, wir kommen in der Waldhütte raus. Das war das, was sich unter diesem einem Brett befand. Ja, hier hat uns Lisa ja das erste Mal niedergeschlagen und jetzt müssen wir versuchen, wieder von hier zu fliehen. Okay. Ich würde sagen, an dieser Stelle, hier ist es gerade so schön ruhig, machen wir einen kleinen Cut. Ich werde hier speichern und dann sehen wir uns in der nächsten Episode. Und ihr könnt gespannt sein, was denn diesmal passiert mit den neuen Sachen, die wir gefunden haben. Wir haben ja diesen Steinring. Den setze ich jetzt einfach nochmal kurz ein, um einfach noch zu zeigen, dass es denn wirklich funktioniert. Wir haben hier das Metallobjekt. Und dieses Metallobjekt können wir jetzt kombinieren mit diesem Ring und haben jetzt ein Stein- und Metallobjekt. Und dadurch haben wir dann zwei und das können wir dann einsetzen, um die eine Tür, wie gesagt, im Saal zu öffnen. Das heißt, die nehmen wir mit und dann sehen wir uns in der nächsten spannenden Episode, wenn es dann wahrscheinlich ein Wiedersehen mit Lisa gibt. Ich freue mich drauf, unheimlich. Ich hoffe, ihr auch. Bis dann, haut rein.